Ja, hallo, einen schönen Sonntagabend wünsche ich euch allen. Wir werden jetzt eine Rune ziehen, eine Wochenrune, die uns hoffentlich sagt, wie möglicherweise die nächste Woche für uns ablaufen kann. Das machen wir jetzt folgendermaßen. Ich werde erstmal die Rune ziehen und dann die Bedeutungen aufzählen, ne? Die positiven und auch die negativen Bedeutungen dieser Rune. Und dann versuchen wir zu schauen, was uns das vielleicht aussagen könnte für die kommende Woche. Also. Weiß ich nicht, ob ihr das richtig sehen könnt. Das ist die Manas-Rune. Und die hat folgende Bedeutung: Menschlichkeit, soziale Ordnung, Wahlfamilie, Intelligenz, Selbsterkenntnis, Einweihung, Erkenntnis durch Wissen, Toleranz, Menschenkenntnis, geistige Kraft, Depression, Selbstenttäuschung, Hinterlist und Berechnung. Also ich würde das so interpretieren, dass wir die nächste Woche schon viel geistige Kraft aufbringen müssen. Die soziale Ordnung wird an der einen oder anderen Stelle angegriffen werden, im sozialen Umfeld. Das kann auf der Arbeit sein, das kann im Privaten sein. Da könnte es sein, dass ein bisschen Zwietracht, ja, sich bildet. Da muss man auf der Hut sein, dagegen vorzugehen. Und natürlich auch mit Intelligenz. Immer die Woche durchleben. Also immer aufpassen, alles erstmal durchdenken, bevor man weitere Schritte geht. Es wird wahrscheinlich auch so sein, dass man da an der einen oder anderen Stelle etwas toleranter sein muss als üblich. Ne? Dass man vielleicht dem einen oder anderen Bekannten ein bisschen mehr verzeihen muss. Er hat momentan eine schwere Phase, dass man ein bisschen nachsichtiger ist, als man es normalerweise ist. Aber im Großen und Ganzen würde ich schon davon ausgehen, dass die kommende Woche relativ entspannt ablaufen wird. Ja, das war's dann auch schon wieder vorerst. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag, ne? Wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ich euch für euch mal eine Rune ziehen soll, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es dann, wenn ich Zeit habe, werde ich das dann machen, kein Problem. Also dann, schönen Sonntag noch.